dass man das ganze Thema strukturiert angeht. Ja? Fortbildung auf der einen Seite durchaus Notwendigkeiten vorgibt, ja, und plant. Wir haben die Erfahrung gemacht, jüngere Kollegen schätzen durchaus auch das, wenn sie ein bisschen Guidance bekommen. Ja. Auf der anderen Seite aber auch sagen, eine intrinsische Motivation durch selbst gewählte Fortbildung ist genauso wichtig. Es gibt ja wesentliche Bedingungen zu erfüllen, damit man Fortbildung steuerfrei seinen Mitarbeitern zukommen lassen kann. Ja. Dazu zählt erstmal die Differenzierung zwischen dem Begriff Ausbildung und Fortbildung. Ausbildung ist prinzipiell steuerpflichtig. Das ist das Erststudium, die Erstausbildung. Ja. Der Abiturient, der jetzt das Bachelorstudium macht, wenn Sie da als Arbeitgeber das übernehmen, ist das steuerpflichtig. Steuerfrei ist aber, wenn Sie die Einsatzfähigkeit des Mitarbeiters in seinem Beruf erhöhen durch eine Fortbildungsmaßnahme. Das können Sie steuerfrei hinbekommen. Wichtig ist da immer der Begriff des sogenannten überwiegend eigenbetrieblichen Interesses. Das ist ein Begriff, wenn Sie diesen Begriff dem Lohnsteuerprüfer in einer Lohnsteueraußenprüfung entsprechend damit konfrontieren, an den Kopf werfen, dann haben Sie schon gute Karten, weil Sie damit zeigen, ja, ich als Arbeitgeber habe Interesse an der Fortbildung, weil das die Einsatzfähigkeit meines Mitarbeiters im Betrieb erhöht. Spannend ist noch, es gibt eine Gesetzesänderung. Ab 2020 können Sie sogar für Mitarbeiter nicht direkt mit dem Job in Verbindung stehende Kosten für Fortbildungen erstatten. Beispielsweise einen Spanischkurs oder einen Computerkurs in einem Programm, das er gar nicht im Job braucht, können Sie zukünftig steuerfrei Ihrem Mitarbeiter zukommen lassen. Da hat der Gesetzgeber reagiert und so ein bisschen diese Voraussetzung, dass es zwingend direkt mit dem Beruf zu tun haben muss, aufgeweicht. Also das ist tatsächlich für das Thema Mitarbeiterbindung, denke ich, das essentielle Thema. Denn wenn Sie jemanden in einer schwierigen Situation helfen, ist natürlich tendenziell die Loyalität in anderen Situationen wesentlich größer. Ja, was können schwierige Situationen sein? Trennung, Scheidung, das sind vielleicht die eher negativen Beispiele. Ja. Es gibt auch sehr positive. Kinder werden geboren. Ja. Also es ist doch viel besser, den Kolleginnen und Kollegen zu helfen, indem man sagt, okay, für diese Phasen versuchen wir, Reiseprojekte vielleicht hinten anzustellen. Ja. Ein bisschen versucht in der Staffing-Planung das zu berücksichtigen. Und das hat auch den Vorteil, dass die Gemeinschaft in der Firma wächst. Ja, weil auch andere Kollegen, die diese Erfahrung auch schon mal gemacht haben, tragen das mit und helfen auch. Ja. Und das führt dadurch zu einer Situation, wo es auch keine Einbahnstraße mehr ist. Ja, wo man tatsächlich nicht nur als Firma, also der eine zahlt, der andere leistet, zusammenarbeitet, sondern als Gemeinschaft agiert. Und das ist, denke ich, ganz wichtig und das ist auch das, was jüngere Generationen suchen, ganz sicher. Man hat ein Kind, das in den Kindergarten kommt. Was kann der Arbeitgeber da tun? Bisher war dort die Auffassung der Finanzverwaltung, dass diese Zuschüsse nur dann steuerfrei sind, wenn sie zusätzlich zum Gehalt gezahlt werden. Jetzt gibt es ein sehr bahnbrechendes Urteil des Bundesfinanzhofes von August diesen Jahres. Jetzt ermöglicht zumindest der BFH, dass man auch Gehalt umwandelt. Dass man sagt, okay, ich reduziere dein steuerpflichtiges Gehalt und gebe dir insoweit einen steuerfreien Zuschuss zum Kindergarten dazu. Also der Kindergarten muss nicht mehr zusätzlich dazu gezahlt werden, damit er steuerfrei ist, der Zuschuss, sondern man kann Gehalt umwandeln. Das Gleiche gilt jetzt dann auch für Zuschüsse, Fahrten, Wohnung, Arbeitsstätte. Ja, wenn ein Mitarbeiter jetzt weiter weg wohnt und hohe Kosten hat, um ins Büro zu kommen, kann der Arbeitgeber diese Zuschüsse dem Arbeitnehmer steuerfrei auszahlen. Er muss sie aber nicht mehr zwingend on top zahlen auf sein vereinbartes Gehalt, sondern er kann umwandeln. Ich sag's mal ganz plakativ, mit einem Dienstwagen locken Sie keinen Jungconsultant mehr, in der Regel. Ja? Natürlich ist das Thema Mobilität ein wichtiges Thema, aber es hat sich komplett verändert. Also die Tendenz geht viel mehr Richtung, oder Trend muss ich eigentlich sagen, der Trend geht viel mehr Richtung Mobilitätskonzept. Also etwas Flexibles auf die Beine zu stellen, was wirklich auch die Bedürfnisse der jungen Generation deckt. Und das ist halt eher ein Mix aus verschiedenen Mobilitätsteilen. Ja? Also von der Bahncard über Carsharing oder auch das Dienstfahrrad. Natürlich stark in Abhängigkeit, wo man wohnt. Und also wir machen ganz klar die Erfahrung, je urbaner
unsere Kollegen wohnen, desto uninteressanter ist das Thema Dienstwagen. Ja, aber desto höher ist auch der Wunsch, ah, ich kann hier ein Carsharing nehmen, selbst wenn ich nach München jetzt fahre oder nach Berlin fahre, sind in Frankfurt ansässig, ja, kann ich dort auf die Carsharing-Plattform zugreifen, bin sofort mobil. Also selbst weg von der klassischen Autovermietung hin zu eher Sharing-getriebenen Modellen. Klar, und zurzeit ist auch viel in der Presse. Ich spreche nur das Klimapaket an, das heute der Bundestag verabschiedet hat, oder auch das Gesetz zur Förderung der E-Mobilität. In Bezug auf die Mobilität wird da auch gerade der jungen Generation gegenüber jetzt viel unternommen, nämlich dass E-Autos, Hybridautos nur mit einem ermäßigten Satz zu versteuern sind im Hinblick auf die private Nutzung. Ein normales Auto müssen Sie mit 1% des Bruttolistenneupreises versteuern pro Monat, wenn Sie ihn privat nutzen. Ein E-Auto jetzt nur noch mit der Hälfte von diesen 1%. Und wenn es ein reines E-Auto ist, was kein Hybridmotor, sondern einen reinen E-Motor nur hat, dann nur mit einem Viertel der bisherigen Nutzungsversteuerung. Darüber hinaus Bahncard 50 oder 100 können Sie Ihren Mitarbeitern steuerfrei zur privaten Nutzung übergeben, ja? Soweit die Ersparnisse für betriebliche Fahrten durch die Nutzung der Bahncard mindestens so hoch sind wie die Anschaffungskosten der Bahncard. Wird ja meistens der Fall sein, eine Bahncard 50 kriegt man, weiß nicht, für 200 Euro oder dergleichen. Das heißt, da hat man bei drei, vier Dienstreisen hat man die schon drin, die Ersparnis. Und dann kann der Mitarbeiter diese Bahncard für den Rest des Gültigkeitszeitraums der Bahncard steuerfrei auch privat nutzen.